In der Debatte über die geplante Reform des Europapokals suchen die Bundesliga-Vereine offenbar den Dialog mit verantwortlichen Funktionären. Laut der Bild treffen die 13 deutschen Mitglieder der Europäischen Clubvereinigung ECA am Mittwoch 22. Mai auf Initiative von Rekordmeister Bayern München den italienischen Verbandschef Andrea Agnelli. Die deutsche Fußballliga, DFL, war am Samstag für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. Bildergalerie: Die besten 20 Teams der CL-Geschichte. 57 Bilder. Wichtigstes Thema der Unterredung dürften die unterschiedlichen Bewertungen der Pläne für eine Reform der kontinentalen Vereinswettbewerbe ab 2024 sein. Jetzt aktuelle Fanartikel der Bundesliga bestellen. Hier geht's zum Shop. Anzeige: Während die ECA-Spitze mutmaßlich im Einklang mit der Europäischen Fußballunion UEFA die Einführung eines dreistufigen Ligenmodells mit zahlreichen Fixplätzen für Top-Vereine ohne eine sportliche Qualifikation in den nationalen Meisterschaften anstrebt, sprachen sich die 36 deutschen Profiklubs aus Sorge um den künftigen Stellenwert der Bundesliga zuletzt einstimmig gegen ein solches Projekt aus. Der ZN gratis testen und die Champions League live. Let's block it's why.